Hallo zusammen, ich bin Lia, ich bin Coach und psychologische Astrologin und ich habe wieder ein kleines Party-Horoskop erstellt für die zweite Good Old Days Party, die am 16. September am 10. im New Graffiti Bern stattfindet. In diesem Party-Horoskop kommt mir als erstes Mal ein Stier-Aszendent ins Auge. Das heisst, dass unsere Sinnlichkeit angesprochen ist. Alles, was unsere fünf Sinne weckt, weckt auch unser Interesse. Wir wollen feine Sachen trinken, essen, gute Kleider tragen. Wir wollen Leute umarmen und im Austausch spüren, dass wir auch gemeinsam auf einem gleichen Boden stehen. Die Venus als Herrscherin des Stierzeichen steht im Löwe und unterstreicht das Thema von Genuss und Ästhetik zusätzlich. Im Löwenzeichen ist die kosmische Liebesgöttin stolz darauf, auf das, was sie hat. Sie will sich zeigen, sie will auf die Bühne stehen, sie will gesehen und wahrgenommen werden und ist möglicherweise manchmal ein bisschen dramatisch. Mit dem Mond im Luftzeichen Waage haben wir ein grosses Bedürfnis nach angeregtem Austausch. Es fällt uns leicht, Kontakt zu knüpfen. Und wir legen auch hier wieder künstlerisches und ästhetisches Flair an den Tag. Weil der Mond exakt am gleichen Ort steht wie der Mars, der kosmische Kampfgott, kann es auch zu heftigen emotionalen Reaktionen kommen im Gespräch. Wir können möglicherweise sehr empfindlich darauf reagieren, wenn Freunde von uns angegriffen werden und wir setzen uns ein, um die Harmonie wieder herzustellen. Das Duett vom Kommunikationsplanet Merkur mit dem Saturn könnte dafür sorgen, dass unsere Gespräche vielleicht nicht so richtig in die Gänge kommen. Es könnte sein, dass wir lieber in Ruhe an unserem Getränk nippen, anstatt dass wir uns auf grundlegende Diskussionen einlassen. Generell dürfte es in unseren Gesprächen darum gehen, dass wir Erfahrungen und Eindrücke von diesem Sommer austauschen, verarbeiten und auswerten. Der Hauptgrund für das sind die aktuellen Rückläufigkeiten der Planeten. So sind zum Beispiel sämtliche Langsamläufe für Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto rückläufig. Zudem sind Kommunikationsplanet Merkur und Liebesgöttin Venus gerade erst aus ihrer Rückläufigkeitsschlaufe herausgekommen. Und das bedeutet, dass all diese Planeten auf Gradbereichen unterwegs sind im Tierkreis, die sie schon zu früheren Zeitpunkten hatten. Das bedeutet auch, dass wir keine neuen Impulse erwarten können. Wir beschäftigen uns mit Themen aus der Vergangenheit. Wir schauen zurück, wir ordnen ein, wir reflektieren. Aber auch das, finde ich, passt prima zum Motto «The good old days». That's it von mir. Das Wichtigste ist eh, was du daraus machst. Darum wünsche ich dir jetzt viel Spass und have fun!